Nimm alles mit, David. Ist okay. Ja. Ich bin zu langsam, ne? Ist klar. So sagen, ja. Aber es ist doch eh alles für uns. Ja, nice. Aha, genug für den zweiten. Oder wollen wir erstmal abladen? Ich würde sagen, erstmal abladen, ja. Ja. Wenn wir demnächst wieder, wenn wir noch die Fresse kriegen sollten. Also, ich muss nur abladen. Alles andere habe ich noch en masse. Na, ich brauche noch ein bisschen Munition. Und Rüstung ist bei mir auch alle. Rüstung ist bei mir voll und ich habe sogar noch eine Reserve. Aber ich musste einmal nachlegen in der Zwischenzeit. Muss ich gestehen. Ich habe auch einmal. Ne, ich habe sogar zwei Rüstungen verbraucht. Als der Panzer um die Ecke kam, war das nicht angenehm. Mhm. Deswegen war ich froh, dass ich jetzt wieder. Wie viele Granaten habe ich bei? Ja. Fünf. Fünf Stück habe ich gefunden. So. Ablegen. Wir haben ein Hydraulikbauteil gefunden. Sehr schön. Du kannst dir diese ganzen zerstörten Teile schon mal in den ins Schiff schmeißen. In das Hauptding meinst du, oder was? Ja, genau. Was sollen wir die nicht? Schrank brauchen wir auch noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch wieder Schränke. Da sind aber auch noch vier drin. So. Du schon? Ah, ich habe E gedrückt. Dann wird sie echt eng. Let's go. Hä, wo ist meine Rüstung hin? Oder ich bin, ne? Da. So, ne, ich kann ja hier, stimmt, ich kann ja Rüstung gratis befüllen. Befüllen? In der Station. Pfeiler. Sofort. Ah, ich habe Granaten vergessen. Ich muss gerade noch die letzten Sachen. Oh nein, ich habe falsche Taste gedrückt. Scheiße. Ja. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Das habe ich bei, das habe ich, das habe ich. Reparaturkits, wo haben wir die denn immer reingepackt? Haben wir dafür überhaupt schon eine Schublade gehabt? Bei Heilung waren die doch noch. Okay, dann mache ich einfach mal die Überheilung. Weil die ist noch leer.
Ja, wieso macht ihr die Heilung so? Wir werden nicht so viele Reparaturkits haben. Und Heilung ist Heilung. Ach so, Pilot, du kannst die Dinger. Ah ne, stimmt. Ich würde den Inventar nicht anziehen. Ja, aber dann haben wir irgendwann zu viele Kisten. Heilung ist Heilung. Von Heilung werden wir wahrscheinlich nie zu viel haben. Ja, da hast du ja recht. Ich sag doch gar nichts dagegen, ne? Ne, die habe ich alles. Oh, ist das mal ein blauer gewesen? Okay, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, die blauen sind schon ein bisschen fortgeschrittener als die anderen. Mhm. Mit einem roten Headshot kriegst du die trotzdem mit dem Gewehr. Also wenn du halt triffst und halt roter Marker. Oh Mann, ich hab aber richtig, dass der Schuss auf ihn. Da kommt von oben. Ich treffe nicht. Ja, man muss wirklich gleich vorhalten. Die Schüsse fliegen nach unten und langsamer. Wie meintest du schnell? Rechts ist wieder kein Turm, ganz schnell nach rechts. Wie bitte? Nach rechts, Pfeil, nach rechts da. Auf deiner Seite ist kein Turm. Hier ist auch eine Tür gleich, die können wir gleich einhauen. Der uns so eine Melodie vor sich hin so. Nice. Ja, ich habe halt ihn die ganze Zeit gegengehauen, so den letzten. Ja, nimm dich das Zeug auf einmal. Kriegt wieder Ärger. Ah, so, ja. Alles kaputt. Naja, stell mal vor, ich würde Pilot treffen, dann kriegt er gleich wieder mächtig böse Umgang. Ja, wenn das mit Absicht kommt. Ja. Das ist der kleine, feine Unterschied. Ich werde es immer unbeabsichtigt. Ja. Nein. Nein. Das glaubt man. Wer ist du? Ein paar kleine Löcher hier rein. Ja, hast du gesehen, was ich dir auf mein Handy geschickt habe? Nee, ich war gerade beschäftigt, unter Zeitdruck hier zu machen. Ja. Okay, alles klar. Nee, einfach weitermachen. Weitermachen. Einfach einen guten Eindruck hinterlassen. Ja, Lade. Du hast auch das Ding explodiert. Ausgang. Raus. Die haben in dem Gang noch Kisten. Ja. Hacke, Beil. Hacke, Hick, Hacke.
Das ist die Pickhacke. Pickhacke. Pickhacke? Kacke Pick. Oh, ich bin voll. Das kann ich nehmen. Ich nehme alles. Ist doch leer, oder? Ich habe die Katzen im Karton kratzen in den Flur. Es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Das musst du heute Nacht aufbauen. Wieso? Können wir jetzt zurücklaufen? Ich hab so ein leckeres Bier von dir aus dem Kühlschrank geholt. Alter, da hat der das eine so ja 8,6 Umdrehungen, ey. Ja, ich glaube, da sind auch ein paar starke Bier dabei. Obwohl, ja, Faxa hat 10,0, das ist immer noch ein Bier. Eigentlich trinkt er das nur zum Frühstück. Stark Bier. Das ist für starke keine Faxen. Ja, das schmeckt gewöhnungsbedürftig, aber schmeckt irgendwie lecker. Also, das hat schon was. Weil natürlich so ein Starkbier ist natürlich. Ja, davon trinkst du aber auch meistens nur ein, maximal zwei. Wenn wir den ganzen Abend spielen, trinke ich 3, 4, also wird zum Schluss nicht mehr viel los sein. Da setzt sich in den falschen Tunnel. Boah, jetzt geht's los! Warum schießen denn alle auf mich? Los! Warum kannst du die Jagdbank nicht benutzen? Bin drin, Tür ist zu. Achso, na dann. Achso, nee, abtauchen noch nicht, wir haben ja noch 5 Minuten. Das ist eigentlich auch noch ganz eine Mechanik, dass man halt bestimmte Sachen nur bauen kann, wenn man auch oben ist. Na, auch bauen kann, wenn er oben ist? Wenn man bauen ist, kann man wissen? Ja, ich weiß. Oh, wir haben verstärkte Rumpfteile. Brauchst du die auch? Ah ja, sehe ich schon, hast du schon. Okay, alles klar, alles dazu, das hat sich dazu gesetzt. Den Konverter, soll ich dir den auch in den Hauptschiffdingsbums drin haben? Naja, die Fragen, so, die erübrigen sich alle. Legierungsbarren. Aber stimmt, Legierungsbarren können wir nicht herstellen, weil wir brauchen noch eine Fertigungsdatenstufe. Wir brauchen eine Fertigungsdatenstufe. Weil dafür müssen wir eine Forschungsdatenstufe. Okay. Ist das kompliziert? Kompliziert, sagst du. Haben wir nicht noch mehr Grüne gehabt? Wir hatten noch mehr grüne Teile, oder nicht? Ich hab's ja nicht genommen. Mehr. Hier unten im Schiffsbums drin hast du 3 Konverter grüne. Im Hauptschiffsbums. Kollege Dildo. Ja, nee, ich brauche irgendwie Forschung. Eigentlich Junior. Freut er sich da los. Sensoren und zerstörte Forschungsmodule. Na komm, hätte ich mir früher noch Mühe gegeben, kann auch mein Kind sein fast. Warte mal, na klar, doch. Ja klar, doch. Ja, hätte ich mit 20 produzieren müssen. Siehst du? Also Junior. Ich hab alle Abelarden gesehen. Kannst du ja gerne mal so gucken. Wie nennst du das da? Herstellen. Wieso? Ach, du machst jetzt auch so ein Elektrobums-Dings hier ran? Aha. Ja, produzieren, ja. Die Produktion läuft doch an, weißt du doch. So, ich würde jetzt abtauchen. Sind alle drin? Ja. Falls du mich siehst, ja. Ah. Ja, dann kannst du mal kurz auf dein Handy gucken, dann siehst du, was ich meine. Na, was ich vorhin gesagt habe. Ich muss mal noch mal ganz kurz auf Toilette, Leute. Da bin ich wieder. Alfred. Oh, mal gucken, ob wir das schaffen. Und tot. Hättest du nicht Alfred die Dustus Quack? Ja, klar, warum bin ich so fröhlich? Nee. So fröhlich? Nee, kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht. Ui. Wir müssen Jus ein bisschen allgemein wissen. Aber er ist eine Ente, oder nee. Was? Alles, was in der Vergangenheit ist und mit Videospielen oder Comic-Serien, Cartoons zu tun hat, hat Jusen großteils vergessen. Okay.
okay. Wegen den Raketen? Hat er sich das aus dem Gehirn geblasen oder wie? Nee, oder na, das klänkelt, das guckt er ja, damit das an ihm vorbei pänkelt, sag ich mal so, weißt du? Und dadurch merkt er sich das nicht. Ich kann ja, ich kenne noch zum Beispiel fast alle Folgen. Ich sag mal so, es war nicht so prägend. Genau, mein Freakazoid. Kannst du dich daran noch erinnern, Jusen? Ja, klar, den fand ich ziemlich geil. Aber nicht an Final Fantasy 7. Nee, aber 8. Nee. Ja, ich hab alles dabei. Ich kann starten. Ich bin ready. Habt ihr eure Rüstung repariert? Habt ihr volle Heilung? Habt ihr euch Munition? Achso, Lars, genau. Das hast du vorhin nicht gehört. Du kannst jetzt da an der Wand, kannst du deine Rüstung reparieren. An der Wand, da wo das leuchtet. Da wo die Rüstung Ich dachte, das ist... Ich dachte, das ist auch so ein elektrischer Aufwand. Das stimmt schon. Pack dir noch Granaten ein, mindestens ein Stück. Ein Granatenschrank. Ich habe 11 bei. Reicht das? Okay, dann nehme ich mir auch nochmal 5 extra. Da Granatenwerfen ist geil. Vielleicht ist der Präzisionsbums Munition, aber da habe ich noch ein bisschen. Hinter der letzte macht die Tür zu. Okay. Ach du grün, nein, hier ist ja schon einer gewesen, der geschossen hat, oder? Ich glaube, ich habe die vorhin auch nicht zu. Station hat hier geschossen. Ja. Bist du hier durch die Lava gerannt? Ne, hier links. Genau, weiter. Wo ist dann hin? Na, hier in der Mitte. Oh, scheiße. Das heißt. Kacke. Und dann nach links. Oh, da gibt heiße Sachen. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich verschwommen. Ne, wir müssen gerade Fuß holen. Na, doch hier. Ja, ist gut. Hier schon wieder. Okay, so genau ist die Gewehr nicht. Er zieht immer leicht nach links. Ja. In der Entfernung. Ich schieße nämlich schon auf den Turm. Ne? Am zweiten Schornstein, den großen Ding. Du musst vorhalten. Die Schüsse fliegen super langsam. Aber wenn die sich bewegen wie eine Schnecke. Ja, aber die Schüsse von dem Gewehr sind noch langsamer als vom Revolver. Ich darf den Turm nicht. Achso, und da musst du gucken, wenn du einen kannst. Oh, Mann. Turm ist im Arsch. Die da hin hier ran. Wir können ran. Ah, ihr seid schon dran. Aber Schotti. Unser Schiff ist da auch. Soll ich lieber mal gucken gehen, was da los ist? Nicht, dass die unser Schiff sind. Hä? Ich bin tot! Die haben mich instant getötet! Vielleicht über dich drüber gefahren. Nee, ich stand ja vor der Tür, die Tür ging auf, einmal geschossen und meine Rüstung war sogar noch voll. Wiederbelebungskit hast du, glaube ich, nicht bei erwartet, leider. Nee. Lauf ich mal. Ich hab wieder die Tür auf. Bin drin. Shotgun-Schüsse und man kriegt die Turmstation kaputt.
mal meinen Rucksack mitgenommen? Nein. Nein, nein, ich will nicht. Oh, oben ist noch, oben ist noch ein Ding. Warte, warte, warte. Andere Seite oder oben? Ne, das ist so. Okay. Jetzt ist es kaputt. Oh, kann jemand noch das Inventar? Ja. Hier ist noch was im Fachdings. Da kommen wir ja nicht durch, durch das kleine Loch. Das Loch ist so klein. Die Tür? Oh, die ist ja auch zu. Scheiße. Na, hier sind schwach. Wände aufgesprengt. Komm mal einfach da durch, Digi. Ne, da passe ich ja nicht durch, irgendwie ganz komisch. Du musst du abbauen. Manchmal ist dann auch so ein kaputtes Modul davor. Damit hätte man vorhin eine Granate an den Kopf geworfen. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht. Ja, wenn es Kinder war, ich war. Sind die größer? Ja, du kannst auch, wir können die Schritte auch mit anderen Farben machen. Ja. Ja, nee, nee, ist auch. Ich dachte, wir haben jetzt irgendwie eine bessere Funktionalität. Schießen. Oh. Geht schneller. Würde ich sagen, Leute, oder was? Jetzt holen wir die Picken raus. Oh, ich bin voll. Ich bin voll. Ich muss. Wir haben alles. Auf nach Hause. Ladet schon mal eure Waffen nach, falls ihr das noch nicht getan habt. Dann müsst ihr beim nächsten Mal nicht tun. Was ist denn jetzt los? Verbindung zum Server getrennt. Ja, Internet ist abgekommen. Mann. Warum? Oh, da kommt der Panzer raus. Das ist ja kein Problem. Ich hab ja Granaten bei. Alter, was schießt denn der hier immer für lustige? Was? Oh, achso, ich hab noch eine Granate aus Versehen geworfen. Okay, alles klar. So, Rinder in die Folge. Ich fange auf der rechten Seite ein Loch an. Zu graben. Ist hier nochmal kurz. Oh, hier ist noch. Ah! Also, Leute, lass was auch, du hast ganz wenig Leben. Ja, ich hab schon gemerkt, weil mich da oben der hässliche Toben gerade penetriert hat.
Ich komme. War gerade bloß noch einen eigenen Fight verwickelt. So, jetzt haben wir wieder. Warte, ich werde den mal von hier. Komme ich da ran? Yes. Nein! Oh, achso, oh, gut. Unser kleiner Dildo. Oh, hier ist nochmal die Zunge. Cool. Haben wir hier noch was? Scheiß kaputt. Reiß die Hütte. Habe ich nicht entleert? Ich denke. Explodiert. Katapult. Ach. Dann schnell. Ja, nice. Denn ab zu Ruko oder was? Oh, dann haben wir jetzt hier in den 20 Minuten drei Dinger geschafft. Naja, nice. Guck mal einer Schau. Irgendwann rächt sich der Computer. Wir kommen dann zurück und da ist kein Raumschiff mehr. Was machen wir denn? Neues Raumschiff. Stehen wir da? Wie gegrillt. Na, aber so schnell doch nicht. Na, der Speicherstand wäre ja noch da. Zack. Der letzte macht die Tür zu, Lars. Ist schon. Bin ich der Letzte. Ja, ich gehe ja schon. Ist doch zu. Ach, doch schon. Die hat doch schon zugemacht. Soll ich mal über die Knarre wegschlagen, sonst schieße ich hier irgendwo ein Loch rein. Bereits vollständig repariert. Achso, okay. Brauchen auf jeden Fall neue Muni. Na, ich brauche Gewehrmunition. Ja, so, dann stellen wir hier her. Granat. Ja. Munition. Schon sind alle drin, ja. Mhm. Was ist unterwegs? Heute ich konnte einen neuen Schalter bauen, damit wir auf- und abtauchen können. Aber ich weiß noch nicht, wo ich den am besten hinpacke. Was fehlt mir vor? Kupferpatronenhülsen, okay. Quatsch. Quatsch, sag mal. Wenn man hier 5000 Tasten drückt, bist du. Wo ist denn hier? Gleich mal alle 5 mal gebaut. Damit war. 60, 80 Minuten zurückkommen.
60, 80? Oh, hier fehlt. Ah, Schwarzpulver. Ach du Gründe, eine Buchstabe mal das. Ich habe keine Ahnung. Was brauchen wir dazu? Da Vinci für Schwarzpulver. Ah, wir sind doof. Oder ich bin doof. Legierungsbaren können wir mit Dings herstellen. Und jetzt muss ich mal unseren Doofen fragen, wie stelle ich Schwarzpulver hin? Ist das schon richtig? Nee, Schwarzpulver kannst du im Dings herstellen. Ja, stimmt, hier an dem grünen Bogen. Nee, neben dem Ding. Da, wo du gerade dran bist. Ist auch das der Forschungsstation? Nee. Da. Das Kohlenmuni haben wir noch, David. David, wann schneidet deine Haare? Samstag oder Sonntag? Samstag, wenn es dieser Wetter geht. Wieso gehst du? Wie bitte? Geht's Lisa schlecht? Ist krank? Ist im Krankenhaus. Was hat sie denn? Was Schlimmes? Nö. Im Herzen? Sieht nicht so gut. Weil sonst hätte ich gesagt, vielleicht kannst du an die GoPro denken am Samstag dann, aber das können wir dann spontan entscheiden. Ja, wenn sie halt morgen rauskommt, dann sag mir nochmal Bescheid. Ja. Okay. Hast du wieder nachts zu viel mit Elektroschocks geärgert oder wie? Ja, klar. Kennst du mich doch. Na ja. Warum leckt das? Oh, das Internet ist wieder abgeschmiert. Ich bin mal gespannt, ob es mit der Internetverbindung jetzt besser wird, aber... Wir hatten hier seinen Rucksack gepackt. Dicke. Bist du rausgefallen? Naja, ich bin rausgeflogen. Okay, klar. Aber den Rucksack... Achso, hast du ja jetzt. Okay. Ja. Du bist rausgeflogen. Du, hier ist ja gar nichts in der Umgebung, war? Nee. Hast du eine ganz kleine Höhle gesucht? Ich wollte jetzt in Ruhe kraften. Okay, also. Kann ich draußen mal schön sagen? Dann komm doch lieber rein, Lars, dann fahr ich woanders hin. Nee, wieso? Was? Nein, nicht wegfahren. Muss das sein? Ich will doch craften hier in Ruhe. Chill doch mal. Aber warum hat das Ding hier bei 62% aufgehalten? Wieder eingefahren den Turm. Ja, wollte ich kurz nur. Wir haben nämlich nicht zu genug Energie anscheinend. Das wenn wir noch ein Kraftwerk ewig bauen, geht ja schlecht, oder? Da sind wir gerade dran. Okay.
Na gut, dann gehe ich mal ganz kurz. Ich stelle mich hier rein, falls ihr wieder losfahrt. Super. Ich gehe mal hinten zu den Betten und stelle mich dorthin, in die Ecke, stumm und heimlich. Dann bin ich gleich wieder da. Sind ja alle drin. Schade eigentlich, dass man seinen Charakter nicht leveln kann. Ja, was tue ich dann? Das ist eine gute Frage. Könnt ihr die Höhle nochmal abgucken, aber ich dachte, ich glaube, hier ist nichts. Aber wir können jetzt endlich unsere Dingsterbumster-Rapper rocken. Unser Dingsterbumster? Ah, wir können jetzt einen verbesserten Kern herstellen. Verbesserten Bohrer und verbesserte Ketten und das können wir jetzt alles herstellen. Mhm. Das heißt, wir haben auch mehr Energie zur Verfügung und wenn wir das alles gemacht haben, dann. Nein. Nee, aber dann können wir eine Etage tiefer buddeln, hoffentlich. Wenn wir den verbesserten Bohrer haben. Weil bis jetzt gibt es ja noch eine Ebene nach unten. Ich habe aber noch nichts gefunden, wo, wie, was das funktioniert. Oder kein Weg nach unten gefunden. Wir haben ja oben auch noch lang nicht alles gemacht. Nee, das auch nicht. Also wir sind ja schon eine Ewigkeit unten. Ja, Entschuldigung. Genau wieder auftauchen. Entschuldigung. Ich hier für Fortschritt sorge. Mhm. Aber stimmt, nee. Wenn wir alle Module hergestellt haben, könnten wir theoretisch auch auftauchen. Also. Weil ich muss sowieso, um Module ranzubauen, müssen wir ja unter Deck sein. Der Raum ist voll. Was kann ich tun, David? Aber ich kann nichts tun. Jetzt gucken, ob Munition und sowas ist alles im Dings drin. Ne? Ja. Der Rest wird hergestellt nach deinen Modulen. Ja, das ist das Blöde, dass wir nicht vorher abtauchen können. Wie lange dauert es denn noch, David? Dauert noch eine ganze Weile. Die dauern leider lange. Aber wir können nicht abtauchen, weil die Dinger kann ich nur herstellen, wenn wir auch ein Konzept.
Es tut mir doch leid. Okay, Material vorhanden. Was ist jetzt schon wieder? Oder jetzt fehlen Raffineriedaten Stufe 2. Doch, haben wir auch einfach die Daten für Stufe 2. Ah ne, Stufe 1 brauchen wir. Schredder. Wer teleportiert sich? Leute. Du bist gerade von hier nach hier teleportiert. Ja. Ja. Ich hab ein Gewehr in der Hand. Ich schieß dir drittes Auge, Junge. Bitte nicht. Nicht schon wieder. Ich hab das letzte erste. Ich hab keinen Dreck bekommen. Du kannst gucken, was hier oben in der Ecke für Aufgaben sind, oder? Geh unter Tage, bereite dich auf den Kampf vor. Okay, hier sind alles nur. Ja. Toll, David. Toll. Achso, doch. Doch, kannst du mal rausgehen und dann gut. Sagt er dir, glaube ich, du sollst gut unten. Dann kannst du die Handschuhmission quasi machen. Drillschip über Armband steuern, so ist das die Mission. Du musst nach draußen gehen. Was? Was ist das Drillschip verlassen dafür? Und den Handschuh runternehmen. Was? Drillschiff-Hebel durchdrücken auf 8 aktivieren. Aber nicht, dass wir jetzt abtauchen, das war natürlich blöd. Jupp. Oh. Das passiert dann. Bye bye. So, was steht jetzt da? Befiehl den wieder aufzutauchen und ziehe den Hebel am Kern. Beim Kern. Ja, einmal reicht, das dauert ein bisschen beim Auftauchen. Heiler! Ja. Achso, du musst. Ach, der Timer läuft. Ah, habe ich nicht gesehen. Ich dachte, du drückst die ganze Zeit. Hä? Was machst du da? Das muss wieder auftauchen. Ja, aber drückst du die ganze Zeit? Jetzt nicht, nee. Nee, weil vorne die ganze Zeit 100%, 100%, 100% abtauchen, auf, auftauchen, abtauchen, auf. Der Hebel ist hier die ganze Zeit drin, hoch und runter gegangen. So. Nee, du hast die Quest leider immer noch. Ein Kessel. Ich hab auch aus Versehen die Taschenlampe angemacht. Was hat die Taschenlampe? Jo, guck mal, was ich hier rumleuchte. Muss dich gucken. Ne? Gucken Stream. Ich sehe auch, wie hell das ist. Kopflampe. Nee, kommt aus deiner Schulter die Lampe. Welche Taste war das? Ich weiß es nicht. Mit 1. Q und dann 1. Guck. Oh, meine Schulter. Ja. Wissen wir das jetzt auch? Achso, und Q und 2 ist dann unser Periskop. Stimmt, dann brauchen wir gar nicht zu uns, sondern kann jederzeit aussteigen. Ja, wir gucken, was uns angreift. Ja, da hast du recht.
Und das cool, alles fertig. Lars, wo ist der? Keine Ahnung. Der steht da hinten. Lass da hinten einen stehen. Ich schieß ihm an den Fuß. Gucken, ob er nachher Aua sagt. Leute, ich hau den erstmal rein. Viel Spaß euch noch mal. Jo, hau rein, Jusen. Ja, ciao. Bye, bye. So, Peiler, willst du fahren? Ich hab alles hergestellt. Hör den fahr. Das ist das Schöne, wenn ich an dem anderen Apparat stehen bleibe. Dann kannst du auch fahren und der produziert trotzdem. Ja, na, der hier vorne war, wie gesagt, produziert schneller, aber auch nur, weil wir aufgetaucht haben. Mhm. Wir können Heilungsgerät bauen, wir brauchen eine Armatur. Wenn du so viel Heilkram. Wiederbelebungsgerät wäre gut, ja. Haben wir welche? Gegenstände, die du belebst. So, wenn du möchtest, kannst du uns umherfahren. Okay, warte, ich mache erst den Dings mit rein. Es produziert. Oh, zwei Aufgaben. Das ist die Mecken. Großes Segment hat Buchstaben. Jetzt haben wir dann auch noch eins. Zack, jetzt haben wir drei. Ja, jetzt der Bohrer installieren. Bohrer ist installiert. Jetzt kommt ein. Was ist das? Lavaquelle erforschen. Stärkere Module. Auweia. Was können wir da tun? Wie dies tun wir das? Lasergerät ist Lars steht die ganze Zeit hinter uns. Die hören dich nicht. Meckern? Ist alles kaputt. Juhu. Kackt jetzt das Internet wieder ab oder was? Plong plong. Ah, okay. So. Hallo Lars. Da bin ich wieder. Ich weiß nicht, was war. Das große Modul ist ja cool, was er gebaut hat. Das ist ja eine Höhle. Das ist ja riesig. Kommt ihr in eine zweite Etage rein? Wollen wir da eine Decke einziehen?
Was muss ich dafür tun? Decke bauen. Einen guten Eindruck? Ja, irgendwann vielleicht müsste man hier Treppen. Das Lager eigentlich reinbauen, oder? Weil es ist langsam voll da hinten. Gut, wenn man hier unten in der unteren Etage links und rechts halt das Lager dann später macht, oder? Was denkst du, David? Kann man nicht schon... einpacken? Nee, man. Das Lager ist oben, ich weiß nicht mehr, was man sonst machen soll. Wir brauchen noch mehr Platz. Naja, wir können ja ganz viele Lagermodule machen und dann haben wir ja in der Kiste hier mehr Platz. Naja, aber was willst du hier noch machen? Hier oben. Nee, unten die Schiffskiste vergrößern. Ja, logisch. Aber sonst hätte ich gesagt, hier überall die Lagersachen reinziehen, links, rechts, zweite Ebene machen und dann hätten wir vorne die ganzen, könnten wir oben und unten die ganzen Fabrikatsachen machen, weißt du? Oben und unten. Haben hier hinten das Lager und ganz hinten halt den Rest. Und die andere Etage hier noch in der Mitte. Oder? Ist blöd. Ne, ich würde halt weniger Schränke machen und dafür halt das Hauptlager größer machen, weil wir können ja auch alles reinschmeißen dann. Ja, natürlich, weißt aber du? Irgendwann ist ja immer voll, ne? Oh. Ich würde erst mal gucken, was wir noch alles Neues dazu bekommen. Na dann. Du kannst dich umher bewegen, Peiler. Da mal gucken, entweder kommen wir halt in eine zweite. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Schlucht zur dritten Etage gibt, weil wir den verbesserten Bohrer haben. Aber guck mal, der zeigt uns an, wir sollen weiter nach unten fahren. Teufelsbrillen. Auf der Karte ist da so ein Laser. Oder du gehst hier erstmal in die erste Ebene und von da aus tauchen wir wieder auf. Ja, das machen, dass wir erstmal auftauchen. Bei dir ist ja vorne so ein Ding. Ey, gut. Was wollen wir machen? Ich weiß es nicht. Dann tauche ich da jetzt einfach auf. So, dann bin ich hier. Das hier Päckchen nochmal drücken. Dann geht wieder runter. Das ist wieder runter. Ja, wollen wir an die rechte Oberfläche oder? Lars, kannst du deine Chips mal leiser essen? Ich esse Popcorn. Oh, okay. Hört man das so? Man hört das, ja. Okay, ich halte den Finger dazwischen, ja. Halt dazwischen. Alle fit? Oh. Ich glaube, da ist es gut. Was soll ich das Dinger hier wieder an? Was sagen, da fehlen noch Geschütze aus. Und oh, dann blitzig einfach mal Richtung Osten nach oben. Nass. Die Projektile fliegen auch, wenn man zu dicht dran ist mit dem Gewehr, fliegen die auch nach oben. Man muss wesentlich tiefer zielen.
Wenn du unten auf den Kehlkopf zielst, triffst du genau oben ins Licht. Wenn die Gegner nur so 20 Meter weit weg sind. Wir müssen eigentlich da noch. Kommen die nächsten. Leben. Kommt ihr überhaupt mit? Ich habe ja gesagt, ich komme nicht aufs Schiff. Okay. Lars, der ist wieder weg. Jetzt ein bisschen mehr Fläche zum Schützen. Nee, der ballert da rum. Lars, heil dich mal. Der ist fast tot, schießt hier rum und kümmert sich da um den Dings, sagt nichts. Finde ich alles sehr komisch. Ich wollte die Karte erkunden. Da oben ist was. Wie kommen wir da hin? Oh, da müssen wir außen rumlaufen. Das ist auf den Arsch. Oder? Zur Lava hier, ja. Du Lars, warum sprichst du nicht mehr? Lars. Okay. Aber du bist noch da, ja, David? Ja. Okay. Du hast mir doch Sprechverbot gegeben, wenn ich was esse. Also ich esse doch nebenbei. Aber du kannst doch nebenbei machen oder so. Scheiße. Ja, aber dann hörst du ja immer, oh, warum sind denn hier so viele drin, ey? Schnell heilen, komm. Nee, wenn ich Popcorn esse, dann wenn ich ins Wasser falle, habe ich die Arschkarte, man kann nicht schwimmen. Wie bist du ins Wasser gefallen? Ich bin vom Berg abgerutscht hier hinten. Ich laufe jetzt wieder hoch. Man ertrinkt aber auch nicht. Oh, eine Tesla-Batterie, jetzt bin ich ist tot. Gut? Ah, okay, super. Wie soll ich da denn wieder meinen Rucksack bekommen? Laden wir die Tesla draußen an. Ah. Oh, schon wieder so ein Ding. Wo kommt denn das hier alles her, ey? Na. Mann, ich musste mal da oben das Ding kaputt machen. Wa? Ich bin da verreckt. Aber ich sehe meinen Rucksack hier nicht. David, wenn ich in Lava verbrenne, kann es sein, dass mein Rucksack dann auch weg ist? Bist du denn jetzt in Lava gefallen? Ich dachte, du da bist ertrunken. Na, ich bin da durch Wasser geschwommen, wollte an der Seite hoch und dann hat's kss gemacht auf einmal und dann war ich tot. Dann ist dein Rucksack wahrscheinlich verbrannt, ja. Gut. Ich habe ja Zeit, ich kann da gucken.